Willkommen zu Let's Show Meisterdetektiv Pikachu, dem neuen Pokémon-Spin-Off, welches heute am 23. März 2018 für die Nintendo 3DS-Familie erscheint. Das Ganze ist ein bisschen anders als die anderen Pokémon-Spin-Offs, denn diesmal schlüpfen wir in die Rolle von Tim Goodman, der, ja, seinen Vater vermisst. Der ist nämlich verschwunden, nachdem er mit Pokémon gearbeitet hat und niemand weiß so wirklich, was passiert ist. Also reist er in die Stadt, in der das geschehen ist und trifft auf ein sprechendes Pikachu. Die beiden werden sich dann zusammenschließen und auf Spurensuche gehen. Die Besonderheit dabei, das Pikachu kann sprechen. Und das stößt einigen sauer auf, weswegen sie das Spiel boykottieren. Andere wiederum finden genau darin den Reiz des Games. Ja, ich gehe es einfach mal völlig blind an. Die erste halbe Stunde, die werden wir jetzt uns mal gemeinsam angucken. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel so ankommt. Ich glaube, dass es ein bisschen umfangreicher ist als das japanische Original, was ja schon seit geraumer Zeit verfügbar ist. Aber jetzt kommt es eben auch bei uns raus. Meisterdetektiv Pikachu, let's go! Neues Spiel. Ja, dann beginne ich halt im einfachen Modus. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet. Ah, warte mal, hier. Wenn du im einfachen Modus dieses Symbol berührst, erhältst du Hilfe, um in der Geschichte voranzukommen. Ah, okay. Ist also für Dullis. Ja, dann mache ich's an. See if this woman can understand me. Pika, 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 pika! That answers that question. So why can I understand them? Pika! Hey, get out of the road! Pika! Pika, 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 pika! This is the worst. There's gotta be someone out there who gets what I'm saying. Sehr schöne vorgerenderte Intro-Sequenz. Problem an der Sache ist nur, jetzt wünscht man sich den Titel natürlich für die Switch. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and coworkers. Tim Goodman. Let's see. The Baker Detective Agency. Hm? Hey! Griffel. Lümmel aus Leidenschaft. What is this? Hey, give that back. Are you okay? Drop that side. You got it. Come on. Wait, hold it. Hey, I can't see. You turned red. Hold on to it. Easy for you to say, but I gotcha. Ow, 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 ow. My ears. That's me. Oh, sorry, old timer. Pikachu? You're stretching out my ears. Would you let me go? That was you talking? Could have been more gentle setting me down. Sorry? Huh? Are you able to understand what I'm saying? Pikachu, nur echt mit Detektivmütze. Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait, she didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible.
I don't really know what's going on, but you can understand me, so all right. What are you talking about? Oh, the A-bomb, Pikachu, the necklace. Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second. Diese asozialen Griffel, verdammt. Stehen bleiben! Übrigens, wie ihr gehört habt, gibt es nur englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Worauf ich hinaus will, ist allerdings, es gibt, wie ihr wisst, ja auch noch einen Film. Und in diesem Film spricht Ryan Reynolds Pikachu. Den solltet ihr kennen. Im Spiel ist es allerdings jemand anderes. Ja, wahrscheinlich aus Kostengründen. Nur, dass da keine Verwirrung aufkommt, ja. Ich versuche es natürlich, die Stimme so gut es geht zu imitieren, aber ja, bin ja kein Synchronsprecher oder Bauchredner vielmehr. Ich gebe mein Bestes. Let's go. Was ist? Hast du schon was vor? Ja, aber das hier ist wichtiger. Außerdem bin ich früh dran und sollte es noch rechtzeitig zu meinem Termin schaffen. Alles klar. Wenn du nachher irgendwo hin musst, kann ich dich auch hinbringen. Dann mal los. Schnappen wir uns die Griffel und holen die Halskette zurück. Let's go. Let's go. Ja, seltsame Kameraansicht. Aber ich glaube, das wird sich später noch ändern. Verfolge die Griffel. Alles klar. There they are. What are they doing? That's a lot of ketchup. I hope they don't let it all go to waste. Zu viel Ketchup geht nie. Was? Wow. Ah, Quicktime-Event. Okay. Hotdogs fangen sollen wir wohl. Ja, gönn dir. Ey, du bist da schmutzig, ne? That's not too bad, even with all the ketchup on it. Sag ich doch. Man kann nie genug Ketchup haben. Oh Gott. Komm schon, wir sind stärker als diese Griffel. Stop right there! Give back that necklace! Alter Schwede. Oh, they're quick. And now they've run for higher ground. Well, they're going all out, aren't they? Die bauen so viel Scheiße. All right, let's raise it up. Don't worry about me. Hurry up, go get that necklace. No, I can't do that. Well, thank you very much. Guess they got away. Mist. Weg sind sie. Und als Andenken haben sie ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ja, unfassbar, dass Pokémon mitten in der Stadt so ein Tohuwabohu anrichten. In letzter Zeit häufen sich die Vorfälle, bei denen Pokémon plötzlich durchdrehen. Aber mein sechster Sinn sagt mir, dass dieser Fall nichts damit zu tun hat. Hä? Oh, die hübsche Dame von vorhin. Hast du die Griffel erwischt? Nein, sie sind leider entkommen. Also ist die Halskette weg. Oh nein. Hier zerplatzt mein geplantes Date. Tut mir wirklich leid. Hey, willst du etwa schon aufgeben? Sieh dich doch mal um. Diese Schmutzfinken haben mehr als genug Spuren hinterlassen. Sie zu finden wird ein Kinderspiel. Spuren? Willst du mir etwa erzählen, ein Pikachu wie du könne Spuren lesen? Also wirklich, da fragst du noch? Mit mir an deiner Seite spürst du die Kette auf, bevor du Donnerblitz sagen kannst. Das kannst du den beiden Damen auch genauso erzählen, um sie zu beruhigen. Okay. Kein Grund zur Sorge. Pikachu und ich werden die Halskette finden. Ah, wirklich? Super, vielen Dank. Also dann fackeln wir nicht lange, sondern nehmen gleich die Ermittlungen auf. Und wie genau stellen wir das an? Zuallererst fangen wir mit der Befragung an. Da ich mit Menschen nicht reden kann, bist du dafür zuständig. Frag die Leute hier einfach, ob sie die Griffel oder die Halskette gesehen haben. Okay, verstanden. Simpel, oder? Hast du einen Stift und ein Notizbuch griffbereit? Ja, aber wofür? Um Zeugenaussagen, Hinweise und Beweise festzuhalten. Okay.
Leg dir eine umfassende Liste aller wichtigen Anhaltspunkte an. Ich versuch's. Also können wir da jetzt tatsächlich auch so zeichnen und so? Geht das? Halskette. Griffel hat sie dem Mädchen geklaut. Ja. Zeugenaussagen. Nee, ich glaube, das ist einfach nur so ein... so ein Buch, wo du eben alles überblicken kannst. Ich dachte, man könnte sich jetzt auch selber so Notizen machen. Ich versuche auch gerade rauszufinden, ob das nicht vielleicht doch irgendwie geht. Aber nein. Und man kann wohl die Dialoge nochmal nachlesen. Okay, ist auch nicht schlecht. Apropos Dialoge. Es gibt ja auch eine... Detektiv Pikachu Amiibo. Und mit der ist es möglich, verpasste Dialoge erscheinen zu lassen. Ne? Ich sag's nur dazu. Persönlich finde ich jetzt diese Amiibo-Einbindung auch ein bisschen fragwürdig, aber nur, dass man es mal gehört hat, ja? Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Fragen wir die Leute hier, ob sie etwas über die Griffel wissen. Ah, okay, das da unten war wohl der Tipp-Button. Gut, dann fangen wir mal an. So ein bisschen erinnert mich das Spiel sowohl vom Humor als auch von der Machart her an Lego City Undercover. Passt ja ganz gut eigentlich, oder? Ich hoffe, du findest meine Halskette. Ja, was soll ich jetzt da machen? Könntest du mir die Halskette... könntest du mir die Halskette ein bisschen genauer beschreiben? Klar, sie ist ganz glitzerig und blau. Ich trage sie jeden Tag. Meine Mama hat sie mir geschenkt. Also ist sie dir sehr wichtig. Ein Grund mehr, unser Bestes zu geben. Okay, das war dann wohl der erste Hinweis. Zu den Griffeln gibt's auch was zu sagen. Geht's dir gut? Die Griffel haben dir bestimmt einen ziemlichen Schreck eingejagt. Ja, mir geht's gut. Das freut mich. Ja, wow, Wahnsinn. Nicht, dass ich mich nicht um das Kind sorge, aber... Geht jetzt ja vielmehr darum, dass wir die Griffel schnell aufspüren. Hast du etwas gesehen, junge Dame? Kann ich dir helfen? Ich hoffe doch. Sind hier zufällig zwei Griffel vorbeigekommen? Oh ja, eins ist direkt über meinen Kopf hinweggesaust. Die halten diese Stadt wirklich für ihren Spielplatz. Sieht ganz so aus. Mit wem redest du da? Ah, mit mir selbst. Wissen Sie, wo die Griffel jetzt sind? Eins ist nach dort hinten abgehauen in Richtung der Bank. Vielen Dank. Griffel, das zur Bank flüchtete. Okay, das finden wir jetzt wohl unter Anhaltspunkte. Jo, das läuft ja wie geschmiert. Mach weiter so mit den Befragungen. Alright. Hey, Pikachu, kommst du bitte mal kurz mit? Hä? Was ist los? Musst du pissen oder was? Folge mir einfach, ich erklär's dir. Ja gut, dann los. Als ich eben mit dir gesprochen habe, hat mich diese Frau ganz schief angeschaut. Ach ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, irgendwie verständlich. Schließlich kann sie mich im Gegensatz zu dir nicht verstehen. Aber das könnte dazu führen, dass du weniger Informationen aus Leuten herausbekommst. Genau. Wir sollten daher vor anderen Personen besser etwas vorsichtiger sein. Jo, recht hast du. Aber gar nicht miteinander zu reden ist auch keine Lösung, oder? Hast du WhatsApp? Spaß. Wie wäre es, wenn ich dir einfach ein Zeichen gebe, wenn ich etwas besprechen will? Gute Idee. Dann starten wir doch gleich den Testlauf. Warte auf mein Zeichen und sprich mich an. Hey, hey. Ah, hier auf dem Touchscreen. Ist nichts zu übersehen. Hey. Hello. Great. You noticed. Now if there's something that I notice, then I'll give you a sign. Keep your eyes open. Alright, Bro. Dann lasst uns mal weitermachen. Die Kameraansicht bleibt jetzt wirklich so? Das ganze Spiel über? Na ja gut, auch das ist was Neues. Haben Sie etwas gesehen? Quaffaff, modebewusster Vierbeiner. Wie kann ich helfen? Die Griffel. Wir suchen zwei Griffel. Haben Sie zufällig welche gesehen? Ja, Sie haben meinen Quaffaff geärgert und dabei sein Fell völlig durcheinander gebracht. Tut mir leid, das zu hören. Das sind die Probleme, die die Welt wirklich interessiert. Drummer, Baby. Wirklich guter Hinweis war das jetzt allerdings nicht. Vielleicht ist der Mann hier eher zu was zu gebrauchen. Jo, was gibt's, Digi? Sie haben nicht zufällig zwei Griffel hier vorbeikommen sehen? Aber hallo, Bro. Wie aus dem Nichts kamen sie vom Dach gepurzelt, weißt? Haben mich ganz schön erschreckt.
Können Sie mir sagen, wohin die beiden verschwunden sind? Eins von ihnen ist hier entlang geflitzt, in Richtung Park. Das andere ist auch hier irgendwo vorbeigekommen, aber ich hab's aus den Augen verloren. Eins ist also in den Park verschwunden? Vielen Dank, das hilft uns weiter. Griffel, das zum Park flüchtete. Okay, jetzt kennen wir ja eigentlich die Location von beiden Viechern. Gute Arbeit, schreib dir das gleich mal auf. Da weiß ich jetzt immer noch nicht, ob ich das wirklich machen muss oder nicht. Warte mal. 999, okay, Griffel. Hier sind die ganzen Infos, das ist schön und gut. Aber ich möchte gerne wissen, wie es jetzt weitergeht. Es wird halt zu allem ein Profil angelegt, ne? Zu den Hinweisen, zu den Personen, zu den Charakteren an sich. Gegenstände, ist gut so. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Park. Wir sollten diese Gegend erst noch etwas genauer untersuchen. Warum das denn? Ich habe doch alle Infos. Bank und Park. Was willst du denn noch? Oh. Ich glaube, Pikachu möchte auch einen Beitrag leisten. Grabbit. Routinierter Auftragsgräber. Grab! Jo, sind dir zwei Griffel über den Weg gelaufen? Grabbit! Verstehe. Was hat's gesagt? Na, das hast du doch eben selbst gehört, oder? Nein, ich habe nur Grabbits Ruf gehört. Aber was es damit meinte, weiß ich nicht. Dann kannst du also nur mich verstehen? What the hell? Es hat auf jeden Fall gesagt, dass es zwei Griffel gesehen hat. Sie waren auf der Flucht, aber mit so einer oberflächlichen Aussage kommen wir leider nicht weiter. Dank dir können wir also auch problemlos Pokémon befragen. Echt praktisch. Ja, das hat es jetzt ja vollgebracht, mit dem noch ein paar Worte zu wechseln. Ich weiß nicht, ich denke, das Spiel will, dass ich jetzt noch mit der Frau rede. Oder warte, Pikachu hat was zu sagen. Die beiden Griffel haben sich offenbar getrennt und sind in verschiedene Richtungen gerannt. Die Frage lautet also, wohin das Griffel mit der Halskette verschwunden ist. Was denkst du? Ich habe alle in der Umgebung befragt, aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ja, leider. Aber keine Sorge, auch in solch einem Fall weiß sich ein Detektiv zu helfen. Er verwendet seinen ausgeprägten Spürsinn, um die Umgebung nach Beweisen abzusuchen und davon haben wir genug. Was ist zum Beispiel mit diesem Rolltor da? Schau dir das mal genauer an. Warte, du meinst den Flecken? Ist mir ja vorhin schon aufgefallen. Am Rolltor ist eine Farbspur zu sehen. Ja, und ihre Form sieht genauso aus wie der Schweif eines Griffels. Gibt's hier vielleicht noch mehr solche Farbspuren? Sehen wir uns ein bisschen um. Weißer Farbabdruck. Also da drüben war was Rotes. Ein roter Fleck. Er riecht nach Ketchup. Und diese Form. Kein Zweifel, das ist der Schweifabdruck eines Griffels. Die rote Farbe stammt vom Ketchup des Hotdog-Stands. Ja, stimmt, gut kombiniert. Das ist ein guter Hinweis. Lass uns ein paar Leute zu dem Ketchup-Fleck befragen. Fang am besten mit dem Typ da drüben an. Der mit der Kappe. Okay. Manchmal erhältst du neue Informationen von Zeugen, die du bereits befragt hast, wenn du ihnen eine andere Frage stellst. Okay, deshalb können wir also auf dem Touchscreen immer auswählen, was wir halt fragen wollen. Das ist mir nämlich bis jetzt ein bisschen unnötig aufgefallen, aber durch den Aspekt macht es natürlich Sinn. It's a ketchup-colored tailprint. That's key evidence. So how do we gather info? Well, by interviewing witnesses, of course. Alright, dann rück mal raus mit der Sprache. Hast du was gesehen, ne? Was gibt's denn noch, ne? Der Ketchup-Fleck dort drüben sieht aus wie der Schweifabdruck eines Griffels. Können Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen? Oh ja, da war dieses Griffel, das ist völlig ausgerastet, wie so ein Spaten. Den Tisch da hat es auch umgeworfen. Nur ein Hieb mit dem Schweif und zack. Echt, sind Griffel wirklich so stark? Hast du keine Angst vor ihnen? Mach dir mal nicht in die Hose. Du hast doch mich an meiner Seite. An deiner Seite. Stimmt ja, im Notfall könntest du mir mit der Attacke Donnerblitz aus der Patsche helfen. Du bist schließlich ein Pikachu. Donnerblitz? Klar, schlägt ein wie ein Blitz. Hä? Vergessen wir das. Jedenfalls haben wir jetzt neue Infos. Denk dran, Zeugen, mit denen du schon geredet hast, aufs Neue zu befragen. Um sie auch richtig krass zu nerven. Gut.
Das reicht aber vermutlich noch nicht. Haben Sie denn etwa auch etwas gesehen? Ach, ich kann sogar mit dem Quaffer. Guck mal an hier. Ich frage mich, ob Quaffer vielleicht was gesehen hat. Finden wir es doch einfach raus. Dafür bin ja schließlich ich da. Du siehst ziemlich fertig aus, Quaffer. Haben dir die Griffel übel mitgespielt, hä? Quaff! Wirklich? Oh Mann. Das ist ja furchtbar. Was ist los? Was hast du gesagt? Sein Trainer gibt ihm einmal pro Woche besonders nährstoffreiche Beeren zu essen, die offenbar grauenhaft schmecken. Und heute wartet wieder eine Portion dieser grässlichen Beeren auf es. Da soll mal einer sagen, der Bio-Scheiß sei besser. Deswegen ist es so niedergeschlagen? Das hat ja gar nichts mit den Griffeln zu tun. Richtig, über die Griffel weiß es offenbar gar nichts. Ich schätze, den Pokémon gehen auch die verschiedensten Dinge durch den Kopf. Ja, jeder hat so seine Probleme, was? Sehen Sie den Ketchup-Fleck dort drüben? Er hat die Form eines Griffelschweifs. Haben Sie vielleicht irgendwas gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, ein Griffel hatte einen roten Fleck am Schweif. Ich dachte, das wäre die Menstruation. Das war also Ketchup? Was für ein Glück, dass Quaffoff nichts davon abbekommen hat. Können Sie mir vielleicht noch mehr über das Griffel erzählen, das den Ketchup am Schweif hatte? Nö, leider nicht. Die Situation hat mich total überfordert. Ich war völlig durcheinander. Außerdem habe ich meine Gucci-Tasche aus den Händen verloren und musste sie erstmal aufklauben. Ja, das ist in der Tat traurig. Vielleicht hast du was gesehen. Ich meine, du stehst schließlich direkt neben dem Farbfleck. Stammen diese Farbspuren von Griffel? Ja, ich glaube, es wollte die Farbe loswerden, die überall auf seinem Schweif verteilt war. Kann ich verstehen. Also mit ihr hier haben wir noch gar nicht geredet. Und, gibt's schon eine Spur? Verhalten sich die Griffel in dieser Stadt immer so? Eigentlich nicht, aber in letzter Zeit sorgen öfter irgendwelche Pokémon für Probleme. Ich frag mich, was in sie gefahren ist. Ich werde die Halskette auf jeden Fall zurückholen, okay? Vielen Dank, die Kleine scheint sehr an dem Schmuckstück zu hängen. Glaube ich dir. So, ich glaube, ich frage jetzt den nochmal. Ketchup Fleck. Jo, du meintest, du hättest zwei Griffel gesehen. Hatte eins einen roten Fleck am Schweif? Krepp! Was sagst du da? Was ist los, Digga? Offenbar hatte das Griffel mit dem roten Schweif die Halskette bei sich. Das ist ja eine brandheiße Spur. Danke, Grabbit. Krepp! Griffel mit Ketchup Fleck. So. Dann müssen wir also in den Park. Ich würde sagen, wir haben genügend Infos gesammelt. Zeit für etwas Ermittlungsarbeit. Ermittlungsarbeit? Was meinst du damit? Wir sehen uns alle Zeugenaussagen und Beweise genau an und schlussfolgern daraus, in welche Richtung die Griffel geflohen sind. Ja, klingt logisch. Am besten hältst du in deinem Notizbuch ein paar Seiten für Ermittlungen frei. Sicher, Moment. Finde heraus, wohin das Griffel gerannt ist. Bruder, das hattest du doch schon gesagt, das Grabbit, das ist im Park. Oh, that's a nice drawing. Very well done for a first try. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see, we have testimony that the Apom split up and fled down different paths. So then, which direction did the Apom with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now do you remember where you saw those marks? Selbstverständlich. Aber ist das nicht alles völlig egal? Ich meine, wir haben schon erfahren, wo das Richtige hin ist. Ja gut, tue ich dir halt den Gefallen. Da war der Weiße. Hier ist der Rote gewesen. Wow. You've got a good memory, all right. If that's the case, we can pin down the whereabouts of the Apom with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it? Die von Grabbit. Ja, ist natürlich noch alles Tutorial, ne? Ist klar, dass man da mit einem relativ einfachen Rätsel einsteigt. Verstehe ich schon.
Tipps gibt's also auch. Werden wir jetzt aber nicht brauchen. Now we should have our answer right. Which way did the APOM run off to? This way or that? Geradeaus. Zum Park. Ja, ist ja eigentlich ganz nett gemacht. Gerade für Kinder, glaube ich, ein cooles Spiel. Got it. Great job. Es ist in den Park verschwunden. Did you find anything out? Yeah. Looks like the APOM ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please. It's my precious necklace. All right. Just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the APOM. Right. Und damit beginnt Kapitel 1, Tanti Park. Isn't that an APOM? Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Just a barrier. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Voll der kinderfreundliche Mord, sozusagen. Ja, es ist wie gesagt schon echt witzig gemacht. Jetzt sind wir ihm den ganzen Weg gefolgt und von der Kette fehlt immer noch jede Spur. Und obendrein ist Griffletz auch noch bewusstlos. Als Detektiv muss man immer einen kühlen Kopf bewahren und die Lage analysieren. Öffne dazu erstmal dein Notizbuch, so wie vorhin. Okay. This has all happened in a very short amount of time. But fortunately, there have been some traces left behind. Which means we'll need to investigate the scene. Würde ich auch mal vorschlagen. Was genau muss man bei einer Tatortuntersuchung alles machen? Ganz einfach. Du untersuchst den Ort des Geschehens nach Spuren. Okay, ich versuch's. Hier liegt was rum. Ach nee, Quatsch, das sah nur so aus. Das war nur die Säule. Ja, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Am besten den Schwanz. Sein Schweif ist immer noch voller Ketchup. Schwere Verletzungen scheint es nicht zu haben. Aber warum ist es dann bewusstlos? Vielleicht ist es von einem Ast gefallen? Möglich. Alles rot. Vermutlich eine Mischung aus Ketchup und den Überresten der Beere. Sehr gut beobachtet. Diese Beere ist übrigens ziemlich scharf. Ich glaube nicht, dass sie es essen wollte. Rote Beere. Eigentlich sollte man ja nichts von einem Tatort entfernen oder gar anfassen, aber gut. Wenn sich niemand drum kümmert, keine Polizei kommt, dann müssen wir eben das übernehmen. Eine Softdrinkdose. Ob Griffel sie wohl leer getrunken hat? Softdrinks sind Gift. Ich vermute eher, dass sie aus dem umgefallenen Mülleimer dort gekullert ist. Als er umfiel, muss sich der ganze Müll wohl auf dem Platz verteilt haben. Jetzt ist er leer. Eine zerknüllte Ausgabe der Bild-Zeitung. Zerknüllte Bildzeitung ist gut. Aber schauen wir uns das mal an. Lesen Sie die schockierende Wahrheit über den Unfall auf dem vereisten Highway. Außer der Clickbait-Schlagzeile kann man... ja, wobei Bild online? Egal. Kann man kaum etwas lesen, da der Großteil zerrissen ist. Readbait, nennen wir es mal so. Okay.
Sonst noch irgendwas? Ist euch vielleicht angesabbert? Keine Chance. Es ist nicht wach zu kriegen. Ja, Griffel scheint völlig außer Gefecht zu sein. Es hat lauter kleine Schrammen am Körper. Vielleicht war es in einen Kampf verwickelt. Hä? Da scheint etwas unter ihm zu liegen. Eine Feder. Was haben wir denn hier, eine Feder? Gute Arbeit, Tim. Das wird uns bestimmt dabei helfen, den Übeltäter zu finden. Ich finde so witzig, das Griffel ist verletzt und wir legen es einfach mal auf den Bauch. Ich glaube nicht, dass das medizinisch gerecht ist und förderlich für den Verletzten. Naja, was soll's. Blätter? Ja, sie sehen etwas mitgenommen aus und stammen vermutlich von einem der Bäume. Alles klar, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Anzeichen für einen Kampf, die verschollene Halskette. Wir können wohl davon ausgehen, dass das Griffel von jemandem überfallen wurde. Aber wer würde denn so etwas tun? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Du hast dir sicher gemerkt, auf was du bei der Ermittlungsarbeit alles achten musst. Halte Infos zum Fall und neue Erkenntnisse immer in deinem Notizbuch fest. Geht klar. Als erstes sollten wir herausfinden, warum Griffel bewusstlos ist. Alright. First issue at hand is who or what could have attacked the A-bomb. Whoever did that probably has the necklace, you see? When you investigated the scene, did you happen to find any potential clues to the culprit? Die schwarze Feder wird's wohl sein, hä? Huh? So, what about the black feather? This is just a theory. Maybe Apom was climbing the tree and got attacked by the owner of the black feather. Does the feather call to mind a certain characteristic of the culprit? Es ist ein gefiedertes Pokémon. Yes, no doubt about it. This feather is from a Pokémon. Here's what we should do. Let's go around the park and we'll search for who this feather belongs to, right? That will be the first step in our investigation. And when you see Pokémon with feathers, be sure to jot them down. Okay, let's get going. Just make sure you keep up. Zu wem gehört bloß diese schwarze Feder? Tja, das findet ihr mal besser selbst heraus. Das Spiel ist wie gesagt ab heute für die Nintendo 3DS-Familie erhältlich. Es hat mir tatsächlich etwas mehr Spaß gemacht, als ich im Vorfeld dachte. Also ich war auch einer derjenigen, der sehr skeptisch dem Titel gegenüberstand. Aber es macht tatsächlich Spaß und ich finde es Stand jetzt auch besser als Spin-offs à la Pokepark. Also von daher, großes Lob. Ich hätte es halt gerne auf der Switch gesehen, aber okay. Halt ein weiterer Software-Titel für den 3DS, auch in Ordnung. Dann erscheint da wenigstens noch was. Und wenn ihr wisst, wann der Film anläuft, dann könnt ihr mir gerne auch das mitteilen. Vielleicht gucke ich mir den mal an. Ja, ich hoffe, das letzte hat euch gefallen. Und ich wünsche viel Spaß mit dem Titel, falls es was für euch ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Domtendo.